Heidi Klum süße Gäste. Dieser Liebesbeweis während des GNTM-Finales ist eindeutig. Gespannt verfolgten tausende Zuschauer das Germany's Next Topmodel-Finale am Donnerstag, 24. Mai, im Isdome in Düsseldorf und fieberten gemeinsam mit den vier Topmodel-Finalistinnen Toni Lober, Pia Riegel, Juliana Tomsend und Christina Penno der Entscheidung des Abends entgegen. Wer wird das GNTM-Model 2018 werden? Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Seit nunmehr 12 Jahren hat Modelentdeckerin Heidi Klum diesen Spruch zum Kult erhoben. Und auch in diesem Jahr soll ihre Suche von Erfolg gekrönt sein. Dom saß strahlend im Publikum. Doch gleich zu Beginn der Show schwenkte die Kamera immer wieder auf eine bestimmte Person im Publikum, die Heidi Klum, 44, mit verliebtem Blick anhimmelte. Kein geringerer als ihr Liebster Tom Kaulitz saß strahlend mit Bruder B neben Heides Eltern Anna und Günther in den Zuschauerreihen. Über Social Media hatte B. Kaulitz bereits ankündigt, dass er mit Tom beim Finale dabei sein würde. Ein weiterer Liebesbeweis von Tom. Ein Familienausflug der Tokyo Hotel Twins mit den Klums. Vor ein paar Monaten hätte man bei der Vorstellung dieser Kombination noch ungläubig den Kopf geschüttelt. Doch jetzt, wo sich Heidi und Tom in aller Öffentlichkeit zeigen, wie im Video unten, ist es ganz selbstverständlich, dass der 28-jährige Tokyo Hotel-Gitarrist zur Familie gehört und seine Freundin unterstützt. Ein weiterer Liebesbeweis des sexy Musikers. Fans kommentierten Toms schmachtenden Blick. Toms verliebte Blicke sind auch den Fans nicht entgangen, die auf Twitter lustige Kommentare abgaben. Wenn es bring dein Kind mit zur Arbeit Tag ist, witzelte ein User, schnappt euch einen Mann, der euch so anschaut wie Tom Kaulitz seine Heidi. Die in der Luft in einer Art weißer Badehose schwebt, kommentierte ein anderer Twitter-Fan seinen schwärmenden Blick während Hans Klogs, 49, Zauberso. Lange wurden gemunkelt, ob Tom und B. Kaulitz mit ihrer Band Tokyo Hotel beim GNTM-Finale auftreten würden, aber das war letztendlich doch nicht der Fall. Umso schöner, dass er für seine Heidi extra aus Los Angeles nach Düsseldorf eingeflogen kam. Ein besseres Geschenk hätte er ihr nicht machen können.